Schnurlaub. Wir haben fertig. Wir haben jetzt große Ferien. Richtig große Ferien. Aber so richtig große Ferien. Zwei Monate und drei Wochen haben wir jetzt frei. Naja, frei. Wir haben aber keine Konzerte. Ja, wir wollen ja schon auch zwischendurch machen. Also, wir treffen uns wieder am 4. September. Proben ein bisschen und am 10. September geht es wieder mit Konzerten los. Ja, wir bereiten natürlich auch ganz viele Sachen vor in den Sommerferien. So. Wir haben ganz viele Aufgaben verteilt. Das Entschuldigung. Ist aber also jetzt mache ich erstmal. Jetzt schreibe ich noch ein paar Noten. Und dann mache ich auch einen Monat lang wirklich gar nichts. Und zwar nicht für euch, nicht für dich, nicht für der Gieß, der hat die Schnauze voll. Sondern für niemanden. Und dann im August. Jetzt kannst du weitermachen. Leute, ich habe den roten Faden verloren. Habt ihr den irgendwo gesehen zufällig? Warte. Ach, da ist er ja. Ach Mensch. Hat verfallen lassen. Glück gehabt. Wir lösen gerade jetzt in diesem Moment ein Crowdfunding-Dankeschön ein, und zwar ein privates Videochat-Konzert, und zwar mit Tomoko und Mai in Japan. Da ist es jetzt abends um 7, hier Hallo. Ist es morgens um 11. Das ist so schräg. Was macht Christoph da, ist die Frage. Ich glaube, Christoph trainiert, hat so einen Fingertrainer mitgebracht. Seiner Fingermuskulatur auf Tour nicht verkümmern zu lassen. Was ist denn eigentlich los? Warum bist du heute so vertieft? Nicht in Stimmung. Dann frage ich mal jemand anders, wofür das ist, ja? Okay, alles klar. Tschüss, ne? Okay. Ich guck mal ganz kurz. Ich schreibe nämlich gerade Orchesternoten für Weimar, für den Herbst, September. Da ist Abgabe in einer Woche. Das sind wesentlich mehr Noten, als ich mir zu träumen erwarte, dass es die überhaupt gibt. Scheiße. Du zoomst nur raus gerade, ne? Das ganz ohne Alkohol. Heute ist der 20. Juni und ich werde heute mir das Pantheon anschauen. Ich bin hier, um unsere DVD-Produktion im Herbst vorzubereiten für die gecrowdfundete Ziellos Live-DVD. Kleines Update übrigens mal zum Crowdfunding. Ich arbeite mich so durch die Dankeschöns durch und es ist auch schon eine ganze Menge geschafft. Wie einige von euch gemerkt haben, die vielleicht T-Shirts bestellt haben oder auch den Turnbeutel, das hängt gerade alles noch so ein bisschen, weil es einfach ein unfassbarer Riesenarsch von Arbeit ist. Aber ich bin dran und ich arbeite das ab und werde mich also reinhauen und nicht auf lauen Lenz machen im Sommer, sondern auf jeden Fall erstmal eure Dankeschöns abarbeiten, die ich noch abarbeiten kann. Versprochen. So, jetzt sind wir hier im Pantheon. Also ich würde sagen, wir können. Und das ist Harald vom Pantheon und Marcel, unser Videomann, der mit mir immer die DVDs vorbereitet. Und jetzt schauen wir uns hier mal den Saal an und gucken, wo die Kameras hingehören. Und Marcel? Ja. Meinst du, das wird da im Pantheon? Wird wirklich richtig gut. Könnte ganz geil werden. Ja, vor allem
mit den neuen LED-Wänden, das ist der Wahnsinn. Ja. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das müsst ihr sehen. Glaubt diesem Mann, er hat Sonnenbrille auf. Wir sitzen in der U-Bahn in Dortmund, sind heute auf dem Kirchentag. Schön laut, ich glaube nicht, dass man nicht versteht. Und sind jetzt auf dem Weg zur Westfalenhalle, wo wir heute Nachmittag und heute Abend auftreten werden. Genau. So, jetzt sind wir angekommen. Ja. In der Westfalenhalle und gucken uns mal schon mal die Halle an. Es stehen schon ein paar Leute da. Heute ist ja hier voll ausgebucht, zeitlich. Eben war Mutti da und hat hier gesprochen. Und jetzt kommt Clemens. Auf das Singen, Clemens, bitte. Der eine Stunde und dann, aber eigentlich schon begonnen hat. Ne? Er hat eigentlich schon begonnen. Dann haben wir eine Viertelstunde Soundcheck und dürfen dann auch noch mal ran. Ja. Podiumsdiskussion in der Westfalenhalle. Wir verstehen nichts von dem, was auf der Bühne gesagt wird. Es kann aber jederzeit sein, dass wir auf die Bühne müssen. Das ist ganz schön anstrengend. Es ist laut. Fool's Garden macht gerade Soundcheck. Guck mal. Wie bitte? Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Wer ist denn eigentlich Fool's Garden? Jungs, dann mal anstoßen, mal auf. Machen wir auf. Schönen Sommer. Hier auch mal Thomas-Film, auch mal Thomas-Film. Ja, ich finde auch. Volker kriegt, glaube ich, einen lahmen Arm gleich. Lahmen Arm. Tschüss. Tschüss. Schönen Urlaub. Schönen Sommer. Bis September. Bis September. Mann, Olli sollte was Lustiges machen. Als ob es immer lustig sein muss. Man kann doch einfach mal informieren. Ja, aber zum Schluss einfach als Abbinder was Lustiges, das ist eine alte Radioregel. Wenn man keine Ablage auf jeden Fall. Olli, Jan, machst du was Lustiges? Nee. Schluss jetzt. Tschüss.